Hallo und herzlich willkommen zu Life is Fun Forest Village. Lange Zeit ist her, dass wir Banish gespielt haben. Forest Village ist sozusagen Banish 2.0 und wir starten dann auch gleich mal in ein neues Spiel. Hier kann man jetzt im Anfangsmodus in diesem Fenster seine Welt aussuchen. Dabei ist mir aufgefallen, dass also zu Anfang die Katastrophen natürlich ausgeschaltet sind. Das ist sehr wichtig. Ich bin nämlich noch nicht so der große Profi darin. Kalina Blut sagt immer, wo man spawnt, und das ist jetzt die große Welt. Man kann die Kartengröße auf klein oder normal stellen. Genau, da ist die Karte ein wenig größer. Die Ebenen kann man hügelig einstellen oder auch große Berge. Das Grüne, so immer heller das Grüne wird, so immer höher sind die Berge. Und da gibt es auch natürlich auch Wald. Die Ebenen sind natürlich ein wenig ebener. Und das Klima kann man auch rau und mild einstellen. Der Dorfname, den kann man sich ja wahrscheinlich leider... Doch, den kann man selber erstellen. Okay, dann gucken wir doch mal, was der uns hier anbietet. Snowmelt. Sonst nehmen wir einfach irgendwas. Zack, 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 zack. Mit S. Scar klingt eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Sikar. Wie nennt man das mal? Sikarten. Sikarten. Nee, das klingt ein bisschen komisch. Scheitert es jetzt bei mir schon am Namen? Ich glaube nicht. Wie hieß denn die Wortendung? Aus Sikaraue, so. Sikaraue, nee, das klingt doch nicht. Doch. Sikaraue. Das klingt gut. Anthrazit. Eventuell. Wo ist hier unser Punkt? Dort ganz unten rechts. Sind wir dort oben? Das ist mir zu viel Berg rings um mich rum. Das ist mir zu wenig. Wald? Das ist ja noch weniger Wald, oder? Aber hier kann man viel bauen, aber hier ist auch viel Wasser. Nicht gut. Was sind wir hier? Da ist der Meer. Nee. Ist ja noch weniger. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht hier, aber ich nehme mal noch ein weiteres. Das klingt gut. Das ist okay hier. Sumaya hat das Spiel geladen. Neue Wege zur Herstellung von neuen Lebensmitteln, zum Beispiel neue Pflanzen oder Tiere zu entdecken, bau einen Hafen. Das erlaubt dir, Schiffe zu bauen, Expeditionen zu organisieren und Menschen auszusenden und nach neuen Arten von Pflanzen, Bäumen und sogar Tieren zu suchen. Cool. Hafen. Brauchen wir. Später im Spielverlauf wahrscheinlich. Und ihr seht jetzt hier schon das Spiel. Zack. Und dann sind wir auch da oben. Links sehen wir den Dorfnamen. Dann die 10 dahinter ist... Ja, ich gehe mal ganz kurz raus. Mal ganz kurz was nachprüfen. Okay.
Okay. Hier sieht man in der Mitte. Hier sieht man in der Mitte. Hoppala. Nicht gut. Ich muss mal kurz einen Zettel wegpacken. Der geht mir gerade hier tierisch auf den Senkel. So. Zack. Natürlich ist es jetzt übelst beschissen mit meiner Maus hier. Die immer noch dämlich ist. Kann ich doch irgendwie manuell runtergehen. Wie bei bin ich die Tastenbelegung mit E und Q tut mir so drehen, WASD sich bewegen. Und ich weiß nicht, ob es hier auch eine Zoom-Taste gibt. Jedenfalls kann man hier mit der rechten Maustaste sich so bewegen und mit der linken nicht. Okay, so kann man nicht. Okay, das Größte, was hier dran ist, man kann wirklich hier auf die Leute klicken und wie war das jetzt genau? So, auf den Kopf und dann kann man die selber steuern. Dann kann man die sogar benutzen hier, um diesen Baum zu fällen. Also ich finde das übelst cool. Da fällt er nämlich auch auf. Irgendwann. Wenn ich jetzt die 1 drücke, dann seht ihr schon die Trompete. Und da läuft dann so ein Balken ab und in dem Zeitraum kommen dann neue hier Bewohner, die dir dann die dich dann unterstützen in deinem Werk. Und das finde ich eigentlich recht cool. Nur das Problem ist jetzt. Geh jetzt mal runter, gucken wir uns mal an, wie mal die Maussteuerung ist mir zu zack. Und da geht der Baum seines Weges. Wie ist denn die Maus jetzt so empfindlich? Genau. Jetzt geht's wieder. Hier sind Gras, hier sind Seerosen, hier sind Kürbisse, die kamen jetzt wahrscheinlich hinzu wegen dem Halloween-Update. Hier ist ein Elch. Gut animiert, finde ich. Und insbesondere ist das Banish 2.0, weil es einfach übelst cool ausschaut. Weil wenn man hier alleine mal durch die Welt so streift. Zack, zack, zack. Guckt euch diese wunderschöne Landschaft an. Guckt sie euch an. Also die Bäume, die sind richtig gut animiert, meines Erachtens nach. Und die Vielfalt an Bäumen und Tieren vor allen Dingen auch. Und die ganzen random Sachen. Ich gebe dem Spiel nochmal einen richtig coolen Charakter. Ich switche dich nochmal schnell hier durch, weil ich hier mein Örtchen finde, dass da ist. So. Und man hat am Anfang die Möglichkeiten, wie hier jetzt alles abzufarmen. Ja? Hat mir dieses Kästchen, da kann man auswählen, in welchem Bereich das dann machen soll. Ich habe ein Problem mit meiner Maus. Wie ihr gerade seht. Ich hasse das. Ich hasse es einfach bloß. Kann es leider nicht ändern. Hängt mit dem Scrollrad zusammen. Ich hasse es! Das liegt nicht an der Batterie, wenn ihr das jetzt in die Kommentare schreibt. Es muss eine neue Maus her, aber ich habe euch jetzt schon genug beraten lassen, aber es gibt nicht die Maus, die ich möchte. Hier sagen, ne? Der Bereich hier, den sollt ihr mal alles wegkloppen, ne? Und dass das auch gut geht, konnte man hier doch irgendwo die Produktivität, ich glaube das war hier,
Produktivität, zack, herstellen. Genau, Produktivität in dem Gebiet erhöhen. Und der Typ hier, der kriegt gerade nach Ressourcen, aber wenn das Haus oben drüber erscheint, möchte der unbedingt ein Haus haben. So, und da bauen wir ihm doch mal eine kleine Hütte. So, zack. Bitte? Dort, wo nichts im Weg steht. Am besten. Da steht überall was im Weg, darum möchte ich, dass er auch alles weghaben. Mit R konnte man das drehen. Zack. Bauen wir mal eine Hütte hin. Genau. Ein Gebäude drehen mit R. So, abbrechen. So. Finde ich eigentlich gut erklärt. Da kann ich jetzt hier mal sagen, soll mal einer eingestellt werden. Nee. Zack, hier muss ich es machen. Das kann man dann unter Jobs sehen. Das ist hier vorne und. Nee. Zack. Das ist die Berufsklasse. Kann man ja auch mal offen lassen. Ich glaube, die ist wichtig. Na, die ist wichtig, vielleicht. So, der sucht jetzt ein Haus und das wird jetzt gebaut hier. Ein Baum muss dazu gefällt werden. Und was ist das für ein Baum? Anscheinend der. Der hier. Weg. Der muss weg. Hier kann man ein Lager bauen. Ja, die Scheune. Oder ein einfaches Lagerhaus. Okay, das schaut interessant aus. Ja, das schaut interessant aus. Cool. Lol. Kann man das aufs Wasser bauen? Gerade grün ist? Nee. Scheint nicht. Scheint nicht. Tut der Typ hier das Fällen und dann wird das hier. Seht ihr gleich mal das Baummenü, wie das ausschaut? Finde ich nämlich auch nicht schlecht, das Menü. Heu, Holz, Stein und der Bauvorschritt. Der baut sein Haus sozusagen selbst. Und ich glaube auch, es gibt die Funktion, hier mal in so ein Haus rein. Man kann sich hier so ein bisschen reinversetzen. Zack. Und das mal im Haus drin. Ja, ist also gar nicht mal so schlecht geregelt, dass man so in ein Haus reingucken kann. Das hier ist ein Lagerhaus und das ist eine Scheune. Das ist eine Hütte. In der Hütte können wie viele hier Leute? So, zack, nur eine Hütte. Da ist mir schon klar, dass ich hier bauen kann. Wo steht denn das? Ach, hier unten steht das immer. Kapazität 3 Einwohner, Kapazität 5, 10 und hier können 18 herbergen. Krass, da habe ich nicht die Ressourcen dazu, um die zu bauen. Lagerhaus ist auch noch ordentlich drin. Fusselscher Meer, Obst, Brot, Hafer, hochwertige Werkzeuge und Leder. Brennholz für den ersten Winter. So, ein Problem ist jetzt, das wird ja jetzt gebaut. Wir haben Frühling. Ich möchte bitte diesen Baum hier gefällt haben. Und mal ganz kurz die Priorität wieder etwas höher setzen. So, zack, zack, zack. Die Sachen. Auch gern nochmal. Zack, zack, zack.
weil ich hier jetzt mit einem Feld anfangen werde. Und dieses Feld soll ja auch schon etwas größer sein. Das jetzt hier klopfen. Können wir auch gucken, sechs Bäume müssen das sein. Können wir die Priorität nochmal in der Feld allgemein erhöhen? In der Ecke anfangen und in der Ecke aufhören. Zack. Zwei sind gefällt. Das Holz geht uns ja auch alles zugute. Jetzt haben wir ja schon wieder viel mehr Holz. Ich weiß gar nicht, hier steht auch drin, genau, wie die Scheune voll ist. Da ist da einfach der Balken hier rüber. Ist auch noch Holz. Nee, hier. Ich verstehe. Der Baum, das sieht nicht schlecht aus hier. Der gefällt mir. Ja, das sind so Bärenbüsche hier. Wenn ich da mal einen Sammler baue, dann kann es passieren, dass der da mir was sammelt. Das Haus ist fertig. Da wohnen zwei Leute drin. Hier wohnen auch zwei. Hier drei. Und hier drei. Das bedeutet 3, 3, 2, 2, 10. Zack. Hier stehen jetzt Sachen. Für das Feld. Und es ist auch bald fertig. Also das Feld braucht Eisen. Was ist das hier? Erz. Stein. Stein haben wir. Erz haben wir auch. Passt auch alles im Gesamten. Heu haben wir auch. Das macht sich jetzt hier schon gut. Ein Arbeiter haben wir ja. Und wenn das dann fertig ist, tun wir hier eine Lutz für ein Feld organisieren. Hier konnten in das Haus maximal drei Leute einziehen, ne? Drei Leute, genau. Bauen wir dann irgendwann mal dieses Haus? Obwohl das auch nicht so viel braucht. Ne? Also so viel braucht das gar nicht. Da hinten würde ich lieber Platz für ein Feld lassen. Aber wie das Spiel auch das mitbringt, dass man hier viel machen kann, muss man auch viel terraformen. Vier Sachen müssen ja weg. Und er fängt auch gleich damit an. So, jetzt muss nur gebaut werden. Und dann können wir das ja mal auf Hafer, war das glaube ich, umstellen. Also draufstellen. Genau. Jetzt tun wir hier gleich mal, weil wir müssen ja auch irgendwie. Ups, oder? So, ja. Ein Forsthaus. Steinbruch. Bergwerk, Lehmmine, gibt's alles. Wenn ich hier mal das drauf gucke, da zeigt es mir jetzt sogar, wo ich hier das hinpflanzen muss. Und da wird mir auch unten angezeigt, wie viel Stein da gerade vorhanden ist. Ne? Stein, Bergwerk, wäre hier am besten aufgehoben. Lehmmine. Müsste ich jetzt wahrscheinlich. Da geht's nicht. Am besten wäre hier der Lehm. Da findet man hier noch eine bessere Stelle. Und zugleich steht das alles ganz grün, aber da geht's natürlich nicht. Hier baue ich jetzt ein Haus, da geht das auch nicht. Beste Position wäre ja hier.
Rohren hier 3,5. Ja. Eine Schmiede, das brauchen wir alles noch nicht. Holzackerplatz. Na, hier jetzt das Forsthaus. Wenn man das jetzt hier hinstellt, dann tut das eben in den Radius, die na, bei mir fällen. Hier müssen wir noch die Produktivität ein wenig höher setzen. Zack, zack. Ist alles weg hier. Ja, ich stelle mal noch hier Arbeiter mit ein, die das Feld hier mal ein bisschen organisieren. Dass das hier mal in Schwung kommt. Mal 2 setzen, dann geht es vielleicht auch ein wenig schneller. Zack, zack, zack. Läuft ja ein bisschen besser. Muss auch noch ein Baum gefällt werden. Oder noch 3. Ich glaube noch einer. Ja, der Nebel, der schaut auch richtig cool aus. So, jetzt wird Nacht. Wo stand denn gleich mal die Temperatur? Ach da, 12 Grad, hier steht sie. Okay. Okay, okay, okay. Das Feld ist gleich fertig. Das war die Post gerade im Hintergrund, wenn ihr die gehört habt. So, jetzt kommen wir zu ja, zack, zack, was wollte ich sagen? Dem Steinbruch. 500. 500 kostet das. Und hier ist Wasser, da geht das eh nicht. Ja, kann ich irgendwo noch was. 4. Was ist hier mehr? Hier war 5, hab ich ganz genau gesehen. Ich hab die 5 gesehen. Hier, 5. Zack. Wie sie ankommen. Gebuckelt. Ah, jetzt. Jetzt können wir ja machen. Ah, hier. Hafer oder Kartoffeln? Oder Weizen? Ich nehme mal Kartoffeln. So, ein Bauer. Wir jetzt mal einstellen, der das Ganze bewirtschaftet. Dann machen wir 2 Bauern. Wir haben ja hier insgesamt 6 Leute. Die anderen werden ja auch bald erwachsen. Die sollen hier langsam mal was anpflanzen. Die Bauern. Das Gerippe steht schon hier.
Dann ist es auch gleich fertig, das Häuschen. Da können sie sich weiter fröhlich vermehren. Aber am Anfang ist es wichtig, nicht so viele Häuser zu bauen. Sich erstmal auf die Nahrungsquelle zu organisieren. So, jetzt upsala, baue ich hier mal Sachen ab. Und zwar möchte ich jetzt nur Steine haben. Stein sammeln. Oder was brauchen wir hierzu? Wir brauchen Holz. Eigentlich heißt das Bäume fällen. Bäume fällen. Das ist heute schon auch fertig. Der Baum, der schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, da tun wir den Baum doch mal hier lassen. Der Baum, der bleibt hier. Ganzen Leute immer nach ganz hinten gehen wollen und die Bäume von hinten fällen. Ja, wir haben keinen Holz mehr, logischerweise, da könnte ich auch nicht weiterbauen. Jetzt hier schon was angebaut. Weizen, okay. Da muss man das bestätigen. Eieiei. Und schon kommen Arbeiter und macht das hier. Nee, der läuft einfach durch. Schade. Bär. Der fängt jetzt an, ja. Genau. Der sät. Und der Bär läuft auf ihn zu. Automatisch jetzt speichern. Hab gerade gedacht, der Bär greift an, aber. Die sind alle friedlich. Die sind alle friedlich hier. Das freut mich natürlich. Mal kurz das Fenster zu machen. Wir sind jetzt schon drei Jugendliche. Ein Baby ist zum Jugendlichen geworden. Müsste es ja gleich auch so weit sein, dass ein Jugendlicher zum Erwachsenen wird. Da haben wir dann sieben Erwachsene. Steht ja übrigens oben links neben der unter der Gradzahl neben der Lagerzahl. Genau. Hier oben wohnt wahrscheinlich jetzt wohnen viele. Da wohnen viele. Vier Leute einstellen, dass das hier mal vorangeht. Oder? Ne, machen wir lieber drei. Weil die restlichen drei, die tun sich hier auf die Baumfällaktionen hier ein. Zumindest tun die hier noch Eisen hauen. Mal, wie sich das hier
angeht. Also die schön Bäume fällen. Die Bäume wachsen natürlich auch mit der Zeit. Ja, den Baum hier vorne wollte ich unbedingt erhalten lassen. Die Sonne geht unter. So, immer mal das Gefühl, dass die Sonne so wie soll ich das sagen, Minecraft-Style ausschaut. Ja, so ähnlich. Wasser hat jetzt überhaupt keins, so wie es ausschaut. Ist nicht so schön. Aber dafür kann man jetzt wieder Wasser sammeln. Das schaut doch gut aus. Hinten werden wieder Bäume gefällt. Das gefällt mir, hehe. Wenn die Bäume gefällt werden. Das sieht man hier jetzt. Hier tun jetzt die ganzen Ressourcen wieder nachwachsen. Und die Bäume wachsen auch immer höher mit der Zeit. Also, anfangs sind das eben hier so. Nehmen wir mal zwei hier: diese Birke. Oder den kleinen Baum jetzt hier, die kleine Buche. Und die wird mit der Zeit immer größer, bis er dann mal so ausschaut wie der Baum bei uns hier vorne. Wo ist er denn hier? Der Baum. Der ganz große. Ja, das ist schon mehr Holz, was hier geliefert wird. Zeit schaut auch das Fell schön aus. Es wächst und gedeiht. Gefällt. Und ich muss ja mal hier sagen, dass das nicht gefällt wird. Das wird nicht gefällt. Das auch nicht. Der auch nicht. Weil das alles noch Jungbäume sind. Und junge Bäume werden nicht gefällt. Ganz logisch. Jetzt sind es 11 Mitbürger. Wenn alles so gut läuft. Und Error-Tränen, ne? Die sehen ja alle noch ein bisschen anders aus. Also die unterscheiden sich alle nochmal voneinander. So, zack. Da kommt noch eins hin. Dass die Arbeiter ein bisschen was zu tun haben. Kann man einen einstellen. Das wird natürlich hier auch noch mehr. Braucht natürlich Stein. Wie viel kosten eigentlich die Holzfällerhütte hier? Kostet uns nur 20 Holz und dann kümmert die sich automatisch darum. Ist doch eigentlich praktisch, wenn wir die hier irgendwo hinsetzen. Wo es passt natürlich auch. Hier schaut es überall nicht so gut aus, weil hier so bergig ist. Das ist ja übelst bergig.
Jo, passt's. Zack, setz mir dich da mal hin. Mal sehen, was das wird. Ja, 150 Holz braucht er noch hier. Wie weit seid ihr? Auch gut. Hat das Dorf einen Brunnen? Der war doch hier irgendwo, ne? Hier war der. Das Brunnen, genau. Gut. Gibt's noch einen Brennofen? Einen Rennofen? Okay. Eine Schneiderei. Was ist das hier? Gleich nochmal. Steinpfeiler, Steinmauer, Steinkeil. Okay. Das kostet sehr viel Stein wahrscheinlich. Und das schaut ja, nicht so prickelnd aus in der Zaun. Alles da außer Holz. Und das braucht auch nur noch 20 Holz. Also Holz ist ein bisschen. Ich glaube, mir bauen aber auch gerade kein Holz mehr ab. Wenn wir dann noch ein bisschen mehr rein in die Materie gehen, sind es noch ein bisschen mehr Holz. 200 klingt doch gut. 200 klingt gut. Und später müssen das auch langsam ernten. Schaut doch gut aus. Es gibt auch eine Jagdhütte irgendwie, oder? Genau hier, Jagdhütte. Die Jagdhütte, das wäre eigentlich ideal, wenn wir die hier irgendwo hinpflanzen würden. Würde das die ganzen Tiere hier vom Hals halten. Ich mache das jetzt einfach mal. Und ich hier Pause. Zack. Genau. Das Wohnhaus können wir auch mal Pause machen. Da kann sich das ganze Gespann hier drauf konzentrieren auf 50 Holz. Und das machen wir auch mal kurz eine Pause. Zack. Da kann sich das auf den Steinbruch konzentrieren, weil wir haben Spätsommer, gleich fängt der Herbst an und ich möchte hier auch ein wenig ertragreiche Ernte haben. Es gewittert. Also für das Feld ist es super. Speichern. Hab mal wieder eine Stufe zurückgestellt. Da
Das hat fast den Holzbestand erreicht. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Und das sind 20 Holz braucht, mache ich das jetzt mal wieder auf Play. Hat das schon irgendwas? Ja, hey. Dann machen wir auch noch auf Play. Das Häuschen, das brauchen wir jetzt nicht, noch nicht unbedingt, aber fast. Nachwuchs gibt es auch schon wieder und man möchte ja hier auch genügend Sachen haben. Oh, was ich jetzt komplett vergessen habe. Eieiei. Hier. Schalter offen, okay. Ich muss wissen, ich brauche. Nee, Brandofen nicht. Wo war denn das? Lol. Ein Schild? Ist ja lustig. Das ist eine Vogelscheuche. Das kannst du hier nicht bauen, noch ein Feld. Warum nicht? Da geht's. Aber das hat jetzt genügend Holz, das kann gebaut werden. Da fängt man ja schon an. Entschuldigt mich, wenn ich gleich niesen muss. Aber ich muss wahrscheinlich gleich niesen. Das wird ja lustig. Ich kann ja hier mal einen weiteren einstellen. Ja, jetzt hat der hier keinen mehr. Das ist eh passiert. Mal wieder den machen. Ja, im Herbst beginnen. Hier ist fast volle Ernte. Sofort sammeln. Komm, wir sammeln sofort. Dass das im Lager ist. Zack, gleich noch ein bisschen schneller machen hier. Fängt wieder an mit Regnen. Nämlich mit unseren Örtchen ein bisschen an der Küste. Und tun wir uns hier so entlang. Macht Sinn, ne? Macht mehr Sinn. Hier ist auch ziemlich gerades Terrain. Macht mehr Sinn, als hier uns nach oben ins Bergland zu arbeiten. Der Steinbruch ist ebenfalls gerade fertig. Na, fast fertig. Fast fertig. Mal ganz was schauen. Oh ja, wir nehmen schon eine ganz schön gewisse Zeit auf, meine lieben Freunde. Ich glaube, das war jetzt die erste Folge von Leibesfeudels Forest Village. Und wir würden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin. Euer Sertresus. Tschüss.